Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns ja immer noch in Marbruck. Ich wollte gerade schon sagen, immer noch in Grünschatten, aber da sind wir ja in der letzten Folge überhaupt erst wieder hingekommen. Und zwar hier oben rechts. Und da werden wir uns jetzt um die Quest Unruhestifter kümmern. Das ist die gute Dame, nee, der gute Herr hier hinten. Wir haben fast alles. Was wie? Ich hab fast alles. Aha, ein Gast. Wie wunderbar. Ich frage mich, ob ihr meinem Freund und mir bei einem kleinen Experiment helfen würdet. Welches Experiment? Wir setzen Tiere wieder zusammen. Natürlich nur Tote. Lebenden würde ich so etwas nie antun. Das wäre barbarisch und noch dazu unpraktisch. Genauer gesagt, erschaffen wir ein Elixier, das dafür sorgt, dass tote Kleintiere zuckend durch die Gegend kriechen, als ob sie wieder lebendig wären. Und unästhetisch und unethisch und absolut ekelhaft. Und ihr wollt meine Hilfe? Nun, wie es der Zufall so will, sind uns gerade die Leichenteile ausgegangen. Rattenteile, meine ich. Ihr müsst uns den Kopf, die Beine, den Körper und den Schwanz von 4 verschiedenen Ratten bringen, damit wir sie zu einer wiederbelebten Ansammlung von Nagetierteilen zusammensetzen können. Ich werde euch diese Teile bringen. Oh, ich weiß, die ganze Sache scheint eher überstürzt und unwahrscheinlich, nicht wahr? Aber unsere Methoden liefern Ergebnisse. Bringt die Rattenteile zurück und im Nu haben wir einen kleinen Nager. Nun, er wird fast lebensecht sein. Überstürzt und, gut, unwahrscheinlich, okay, aber überstürzt, bekloppt trifft's vielleicht eher. Kein Problem, ich werde alles hierher bringen. Nein, nein, bitte trefft uns vor der Kriegergilde. Wir müssen unser Experiment dort aufbauen. Ihr redet nicht wie ein gewöhnlicher Bosmer. Und das hat seinen Grund, einen, den ich lieber vergessen würde. Ein früheres Experiment mit meinem Kollegen spielt dabei eine Rolle. Ein Experiment, das grässlich fehlschlug. Es ist aber nicht so einfach, wie ihr vielleicht vermuten mögt. Wenn wir beide an etwas beteiligt sind, dann ist es niemals einfach. Weil's immer so eklig wird, oder? Oh mein Gott. Okay, besorgt die Rattenteile. Das ist so ekelhaft irgendwie, gerade der Gedanke. Hier unten ist was? Da ist eine ganze Ratte. Ach nee. Also da lag eine ganze Ratte, aber das ist nur der Rattenkopf. Okay. Dann schauen wir mal. Ach so, ja doch, jetzt kommen Pfeile. Moment. Dann gibt es hier noch ein Teil. Die Rattenbeine. Hier ist nichts mehr, aber da sehe ich noch was. Hier an dem was Baum. Ich will gar nichts. Ich sammle nur ein paar Rattenteile auf. Danke, Sie können weitergehen. Hier neben der Treppe ist noch was. Das sind dann wohl alle. Moment, Kriegergilde ist da hinten. Ah ja, als ich heute aufgestanden bin, hatte ich nicht gedacht, dass so eine eklige Quest meine allererste Quest heute am Tag sein wird. Aber okay. Was ist mit euch? Seid ihr schon da? Müssen wir das hier machen? Ich denke, ne? Alles ist hier. Wunderbar. Gebt mir etwas Zeit, um unser Elixier anzuwenden. Was nun? Jetzt schauen wir uns die praktische Anwendung dieses sagenhaften Elixiers an. Wenn ihr uns noch ein letztes Mal helfen würdet, werde ich eure Belohnung erhöhen. Oha. Na gut, okay. Was meint ihr mit praktischer Anwendung? Was soll ich tun? Mein Kollege und ich sind von schadenfrohen Wesen. Und durch eben dieses Wesen drücken wir unseren Freunden unsere Zuneigung aus. Unsere enge Freundin Kalima ist, wie Timiwe sagt, ein Grummelkäfer. Wir wollen sie etwas aufheitern. Mhm, aufheitern nennt man das ja. Wie wird eine wiederbelebte Ratte eure Freundin aufheitern? Steckt diese zuckenden Nagetierdinger in ihren Rucksack dort drüben in der Ecke. Sie kommt gleich zurück und dann sehen wir die Früchte unserer Arbeit. Timiwi und ich haben eine Wette laufen. Er glaubt, dass sie sich vor Lachen nicht mehr halten können wird. Nun, ich erwarte diese Reaktion nicht.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Gut, wo ist der Rucksack? Der hat nach da hinten geguckt, aber das hier vorne irgendwo. Und da. So. Ist aber nicht die, die jetzt da gerade wiedergekommen ist, oder? Von hier aus sehe ich aber gar nichts, wenn ich die beobachten will. Die zweite Stufe ist die wichtigste. Welchen Nutzen hat magische Befragung, wenn sie keine Beziehung schüren kann? Es ist vollbracht. Wann erfahrt ihr die Ergebnisse? Ausgezeichnet. Hier ist eure Bezahlung. Ich vermute, unsere liebe Freundin dürfte jeden Augenblick zurück sein. Falls ihr also noch hier bleiben wollt, dann dürfte euch ein unterhaltsames Spektakel erwarten. Ja, und passend dazu haben wir mittlere verstärkte Rattenhautstiefel erhalten, ohne Set. Oh je. Schauen wir mal, da hinten ist sie. Was ist das? Eine Ratte. Nein, nicht zu mir laufen. Adamir, Timiwe, ich werde euch alle beide umbringen. Ja, das war dann wohl nicht ganz so, wie die sich gedacht haben. Aber die ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, die erschreckt sich jetzt und ist jetzt hier total. Ah, eine Ratte oder so. Gut, das ist die Kriegergilde, ne? Muss man dazu sagen. Wir mögen es ruhig. Da sind die Verstanden? Leute wohl eher nicht ganz so zimperlich mit den Ratten. Ja, aber das war auf jeden Fall das Ergebnis von unserer heutigen kleinen Quest. Und wir schauen Und jetzt jetzt keine mal. hektischen Bewegungen. Wie keine hektischen Ich habe Bewegungen. Was gehört, habe ich dass an mir jemand die hängen? Waldorfs aus Oh. Dornbruch vertrieben hat. Dieser hat dasselbe gehört. Hörte, dass sie feige davongerannt Alle außer ihrem Kriegshauptmann. Er ist geblieben und hat gekämpft. Das ist gut für Dornbruch. Aber dieser fragt sich, wie lange Ich sie finde das ihre ja immer wieder Abgasflüge wunderbar, wenn die Leute um mich überwachen herum reden, weil das alles so ein können. bisschen Sind nicht die einzige aktiver macht. Bedrohung im Aber wenn man so ein Schwarzwald. Let's Play aufnimmt, ist es mitunter schon mal ein bisschen nervig. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, ich würde sagen, dass wir. Ja, die wird wahrscheinlich auch nicht so lange dauern, dass wir hier mal nach Gurzaks Mine reisen und dass wir dann da direkt mal die Quest annehmen. Und ja, das werde ich jetzt tun und wir sehen uns gleich dort wieder. So, wir sind in der Mine und die Quest ist allerdings beim Boss. Das heißt, das ist wahrscheinlich nur so eine Wieder-Wegbringen-Quest, nehme ich mal an. Also, dass wir dann irgendwo hin müssen und was abgeben müssen. Oha, die sind hier alle irgendwie besessen oder so. Nun gut. Ich wollte noch sagen, solange die tot sind, ist dann alles okay, aber. Ja, gut, die sind tot. Die wandern hier irgendwie als Geist rum. Ich muss euch erstmal. Ja, ich muss euch erstmal töten, damit ich überhaupt die Scherbe kriege, schätze ich mal. Oder? Die Scherbe ist irgendwo da oben. Guten Tag. So, wer von euch möchte eine? Oder kümmerst du dich um die Funke? Dann mache ich das schon mal in der Zwischenzeit. Jetzt kannst du. Achso, der ist wieder resettet worden. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann der hier hochkommen, oder was? Okay, dann nehmen wir mal schnell die Sachen, die hier oben drin sind, noch mit. Immer ganz wichtig in solchen Höhlen, wenn die einen schon so viel anbieten, ne? So, euch muss ich auf. Ihr ist der Boss, oder? Ja, das ist der Boss. Ich wollte gerade noch sagen, euch muss ich auf jeden Fall umbringen, damit ich das auch an mich nehmen kann, aber. Dieser Rucksack hat einem der toten Waldorks gehört. Den untersuchen wir mal. Neben einigen anderen Besitztümern befindet sich eine einfache bosmerische Handaxt in diesem Bündel. Sie erstrahlt vor einer ungewöhnlichen purpurfarbenen Energie.
Der Rucksack enthält auch einen Verkaufsbeleg für die Axt. Sie wurde erst vor kurzem erworben. Der Name des Verkäufers lautet Fortor und er ist Mitglied der Magiergilde von Mabruk. Oha. Es gibt hier keinen Ork mehr, der noch Anspruch auf die Axt erheben könnte. Vielleicht hätte Fortor sie gerne zurück. Ja, machen wir. Übrigens, so wie das hier... Na, okay, da war nichts mehr. So wie wir das hier vorfinden, würde ich doch glatt behaupten, dass das eine Höhle ist, die wir schon kennen. Ich glaube, aus Gratwald. Ist ja lustig. Die ist genauso aufgebaut. Also meine ich. Auf jeden Fall ist das genauso dieser Haken, der da so nach oben geht. So, sind die jetzt wieder alle aufgestanden oder waren die vorher schon tot? Nein, die sind wieder alle aufgestanden. Okay. Funke, du übernimmst das doch gerne, oder? Ja, das dachte ich mir. Das freut dich. So, wir sind nun wieder vor Mabruk. Das ist aber, glaube ich, hier drin, ne? Genau. Achso, ja, ich sollte ja zur Magiergilde wahrscheinlich. Ich sollte ihn nicht privat suchen. Naja, dann ist es klar. Ich hoffe, die eine ist jetzt nicht hier und weiß, dass ich das war. Die war zwar vor der Kriegergilde, aber man weiß ja nie. Da ist er. Hallöchen. Tut mir leid, aber heute ist nicht geöffnet. Ich habe diese Axt in Gurzaks Mine gefunden. Gehört sie euch? Ihr habt sie wo gefunden? Wartet! Ihr habt die Axt zurückgebracht? Sie ist hier bei euch? Ihr wollt sie nicht zurück? Auf keinen Fall. Haltet sie mir sofort vom Leibe. Ich habe diese Axt selbst verflucht. Sie zieht Geister und Untote an wie Honig die Fliegen. Ihr habt den Orks eine verfluchte Axt verkauft? Natürlich. Ich wollte sie aus der Mine heraushaben. Heraus aus ganz Grünschatten. Seht ihr, was sie dem Wald antun, wo immer sie auch hingehen? Sie hacken alles in Sichtweite einfach nieder. Aber da ihr jetzt hier vor mir steht, hat die Axt wohl Wirkung gezeigt. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Was mache ich denn nun? Sie zerstören? Nein, das ist nicht nötig. Da sie ihren Zweck nun erfüllt hat, entferne ich einfach die Verzauberung. Ihr könnt sie behalten, als Andenken. Nun gebt schon her. Na, ich weiß nicht, ob ich dem trauen soll. So, jetzt kümmern wir uns um den Fluch. Ja. Fertig, so gut wie neu. Da, erledigt. Der Fluch ist weg. Jetzt geht die einzige Gefahr dieser Axt nur noch von ihrem scharfen Ende aus. Ich kann die Axt also haben? Auf jeden Fall. Ihr habt mir die besten Neuigkeiten seit Wochen gebracht. Genießt eure Belohnung. Nun gut, wir haben eine einhändige Axt erhalten in Verteidigend und ohne Set. Ja, das war dann damit heute eine etwas sehr kurze Folge, muss ich gestehen. Aber ihr wisst ja, ich möchte ungern mehr als zwei Quests in einer Aufnahme machen, weil, ja, es passt auch nicht so in den Titel rein. Könnt ihr mir mal vielleicht nicht alle nur durch das Gesicht laufen? Dankeschön. Ja, es passt halt vom Titel her nicht so gut rein und man soll es ja auch finden können. Und ja, ich befürchte auch, wenn wir jetzt noch eine dritte machen, dass das dann weit über eine Dreiviertelstunde wäre und dann auch wieder irgendwie nicht passt von der Größe her. Von daher, wie gesagt, machen wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Es tut mir leid, aber ich hoffe, in der nächsten Folge gibt es dann wieder, ja, eine längere Aufnahme. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.